Ja, die Kommune der offenen Gesellschaft finde ich eine mega Idee, weil kommunale Politik wird total vernachlässigt und da können Menschen wirklich Selbstwirksamkeitserfahrungen haben, weil es geht um ihre Stadt, um ihre Kommune, um Dinge, die sie wirklich sehen können, anfassen können. Und da muss man einfach mehr Menschen hören. Da müssen mehr Menschen mitmachen dürfen und auch können. Und deswegen machen wir die Kommune der offenen Gesellschaft. Weil eigentlich sind die Lösungen, glauben wir, schon vor Ort, aber vielleicht hat man auch nicht die richtigen Leute gefragt. Energiekrise, Fachkräftemangel, ehrenamtliches Engagement und sozialer Zusammenhalt. Die Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, sind riesengroß. Die gute Nachricht, es gibt Hilfe. Als zivilgesellschaftliche Initiative haben wir die Kommunen der offenen Gesellschaft ins Leben gerufen, um Beteiligung auf drei Ebenen zu verbessern. Erstens, diverse Zielgruppen setzen sich an einen Tisch und diskutieren miteinander auf Augenhöhe. Zweitens, die Leute arbeiten an Problemen und entwickeln konkrete Lösungen. Wir schaffen dafür eine konstruktive und motivierende Atmosphäre. Und drittens, die lokale Politik unterstützt und begleitet das Projekt. Damit das gelingt, haben wir ein erprobtes Beteiligungsverfahren entwickelt, das es allen ermöglicht, teilzunehmen. Ob in einer Straßenbefragung, einem Ideenworkshop oder einer konstruktiven Abschlussdebatte. Unsere Beteiligungsformate laden zum Mitreden, Mitgestalten und Mitentscheiden ein. Das Tolle, Sie erhalten Antworten auf eine Frage, die in Ihrer Stadt relevant ist. Im Prozess sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern alle, die es betrifft. Junge, Alte, neu zugezogene, Alleinerziehende. In einem wissenschaftlich begleiteten Praxisprojekt finden wir gemeinsam heraus, wie wir mehr Menschen an einen Tisch bringen können. Dafür arbeiten wir mit dem Team von More in Common zusammen, das richtungsweisende Forschung veröffentlicht und neue Ansätze für gesamtgesellschaftliche Arbeit erprobt. Ziel ist es, einen gesellschaftlichen Unterschied zu machen. Gefördert wird das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung und umgesetzt von unseren Teams vor Ort. Wir? Das ist die Initiative Offene Gesellschaft. Ein Team aus BeteiligungsexpertInnen. Wir setzen uns seit 2016 für zukunftsweisende Diskussionen auf Augenhöhe ein. Bundesweit bringen wir dabei Politik und BürgerInnen an einen Tisch. Wortwörtlich. Damit mehr Menschen mitgestalten. Ich bin der Max und bin Co-Geschäftsführer bei der Initiative Offene Gesellschaft. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Frage, was ist unsere Strategie, woher kommt das Geld und aber auch, wie organisieren wir uns intern möglichst effizient und so, dass alle happy sind. Der Kerngedanke der offenen Gesellschaft ist, dass es in der Gesellschaft mehr Aushandlungsprozesse gibt, bei denen mehr Menschen mitsprechen können. Und deswegen machen wir verschiedene Projekte, die genau das fördern. Dass bei politischen Entscheidungen Menschen mitsprechen können oder dass mehr Dialoge in der Gesellschaft stattfinden. Auf kommunaler Ebene gibt es extrem viel Entscheidungsmacht und Menschen sind sehr direkt davon betroffen, was kommunal passiert. Und wir glauben, da kann man noch dazulernen, wie Menschen eingebunden, wie die Lokalbevölkerung eingebunden werden kann und wollen Kommunen dabei unterstützen. Deswegen erforschen wir es auch und gucken, was besonders gut funktioniert. Ich bin Maria. Ich arbeite seit anderthalb Jahren bei der offenen Gesellschaft. Ich mache viele Projekte im Bereich Dialog und Beteiligung. Ganz verschiedene, mit ganz verschiedenen Gruppen, also mit Geflüchteten, mit jungen Menschen, mit Menschen mit verschiedenen Bildungsbiografien. Also ich glaube, die offene Gesellschaft schafft irgendwie innovative und moderne Dialogformate, die es so nicht so viel gibt und versucht wirklich PolitikerInnen und BürgerInnen an einen Tisch zu bekommen auf Augenhöhe. Das ist uns total wichtig, um ja einfach mal diese Spaltung und diese Lücke rauszukriegen aus den Köpfen und vielleicht auch irgendwann aus der Gesellschaft. In unserer Stadt darf die Herkunft, die ethnische, kulturelle und sexuelle Ausrichtung eines Menschen keinerlei Unterschied machen. Wir müssen die Türen aufmachen, alle Menschen gleich empfangen und ihre Bedürfnisse versorgen. Das ist meine Vorstellung einer offenen Kommune und genau daran arbeite ich. Mein Name ist Jürgen Schick. Ich bin bei der Stadtverwaltung Kaufbeuren angestellt und zuständig für den Bereich Integration und Migration. Um dem Ziel einer offenen Kommune näher zu kommen, braucht es den Dialog und die Beteiligung von BürgerInnen. Das schaffen wir zum Beispiel mit einem Fest wie der Utopika und durch die Hilfe der Initiative Offene Gesellschaft. Wir haben über zwei Tage eine Zukunftswerkstatt veranstaltet, die alle Generationen und sozialen Milieus zusammengebracht hat. Es ging darum, Zukunftsideen für unsere Kommune zu spinnen, ins Gespräch zu kommen und über den Tellerrand zu schauen. Aus solchen Begegnungen kann demokratisches Engagement erwachsen.
und eine Stadtgesellschaft aktiviert werden. Die Ausstellung der Initiative Offene Gesellschaft hat da auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Allein, weil sie durch ihr Format nicht zu übersehen war. Sie hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen und inhaltlich wichtige Punkte berührt. Wie wollen wir zusammenleben? Wie können wir Ressourcen schonen? Wie beenden wir die Ausbeutung von Mensch und Natur? Diese Fragen gehen uns alle an. Also müssen auch alle Bürgerinnen mitreden. Kaufbeuren will eine offene Kommune werden. Das ist notwendig, um zukunftsfähig zu sein. Fachkräftemangel, bezahlbarer Wohnraum, die Integration von Menschen auf der Flucht, eine lebendige Innenstadt und gute Infrastruktur. Das sind Dinge, die hier im bayerischen Allgäu relevant sind. Es braucht das gemeinsame Selbstverständnis einer Stadt oder eines Dorfes, um diese Herausforderungen gemeinsam zu stemmen. Die Stadt Kaufbeuren hat gemerkt, dass sie mit ihren bisherigen Beteiligungsformaten immer nur dieselben BürgerInnen erreicht. So entstehen keine innovativen Ideen und konstruktive Antworten auf die wirklich großen Fragen. Der erste Schritt ist also, eine gemeinsame Agenda zu entwickeln mit allen, die diese Themen betreffen. Die Praxis zeigt, Ideen haben die Menschen genug. Sie müssen nur zu den Themen befragt werden, die für sie im Alltag relevant sind. Um andere Menschen an den Tisch zu holen, entwickeln die Initiative Offene Gesellschaft und More in Common neue Anspracheformen und bereichern als außenstehende ExpertInnen den Prozess. Man merkt, dass man mit den eigenen Ideen nicht auf dem Holzweg ist. Außerdem zeigt der Austausch mit Menschen verschiedener Sozialisierung, Sichtweise und Sozialstruktur, worum es wirklich geht. Trotz unterschiedlicher Hintergründe haben wir gemeinsame Ziele. Musik.